Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder mal eine Rezension für euch. Und zwar zu dem Buch Das Auge von Richard Lehman aus dem Heine Hardcore Verlag. Das Buch kostet 9,99 € und hat 336 Seiten und ist ein Rezensionsexemplar vom Heine Verlag. Dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Dankeschön. Und in diesem Buch geht es darum, dass eine junge Frau, Melanie, eine Vision hat, wie ihr Vater oder ein Familienangehöriger ihrer Familie eben stirbt. Und sie macht ihren Freund ganz wahnsinnig damit, dass sie eben dann nach Hause fahren will, beziehungsweise in ihr Elternhaus fahren will, damit sie sehen kann, was dort los ist und ob eben ihr Vater oder ein sonstiges Familienmitglied in Gefahr schwebt. Sie reisen dann, also Mel und Booty heißt der. Booty, so, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Sie reisen dann auf jeden Fall nach Hause zu ihrem Vater und muss dann feststellen, dass der Vater wirklich angefahren worden ist, so wie sie es in ihrer Vision gesehen hat. Man weiß nicht von wem und warum und so weiter und so fort. Und ja, sie möchte natürlich rausfinden, wer ihr Vater umbringen wollte. Er ist nicht tot, er liegt nur im Koma. Nur. Und sie möchte eben rausfinden, wer das war und hat dann auch ihre Schwester Pen zur Unterstützung, welche ein kleines Problem mit einem Anrufer hat, der sie eben belästigt hat, und dadurch hat sie leichte psychische Probleme entwickelt, aber kommt dann auch mit ihr mit zu dem Elternhaus, wo eben Joyce, die neue Frau von Witt auch lebt. Also Witt ist der Vater von den beiden. Und Melanie hat was gegen sie, weil sie eben jung ist und nicht ihre Mutter. Und also nicht, dass sie jung ist, hat sie schon was dagegen, weil sie glaubt, dass sie eben nur auf das Geld aus ist. Und ja, von der Geschichte her lasse ich das mal so stehen. Das Buch war nicht so gut wie der Regen, muss ich sagen. Der Regen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das hier war leider nur so mittelmäßig. Ich weiß immer noch nicht, warum das Buch Das Auge heißt, weil es ging nur einmal, beziehungsweise man hat noch mehr von den Visionen von Mel gehört. Aber es war nur einmal eine Vision da und es war, beziehungsweise es waren zwei Visionen. Aber es war jetzt nicht so der Burner, muss ich leider sagen. Obwohl mir, wie gesagt, der Regen sehr gut gefallen hat. Es wollte auch so ein bisschen auf Psycho machen, hat es aber leider nicht so gut gekonnt. Finde ich, wie gesagt, sehr, sehr schade, weil mir das andere so gut gefallen hat. Es wird aus verschiedenen Sichten geschrieben. Einmal von Mel, einmal von Pen. Einmal von Booty, der Freund von Melanie, und eben auch von Joyce. Und ja, man merkt schon, wer wann wo ist. Ist sehr gut geschrieben, aber wie gesagt, es hat mir leider nicht so gut gefallen. Ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder, weil es gibt nicht mehr zu sagen, ohne alles zu verraten, das möchte ich ja nicht. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal dann. Eure Anna.